Und denk dran, das bzw. der oder die Wichtigste auf dem Stuhl bist immer noch du. Willkommen in der Coaching-Oase Heartify. Ich bin Katrin Stamm von Heartify.live und zeige dir als Ausbilderin, Coach und Trainerin, wie du es dir leichter machst, anderen zu helfen. Schluss mit intuitivem Coaching ohne System und her mit einer soliden Basis und einem erprobten, vielfältig anwendbaren System. Lehn dich zurück, genieß die kleine Auszeit und lerne, wie du deine Klienten entspannt, wirksam und nachhaltig begleitest. Dein EMDR-Online-Coaching-Arbeitsplatz. Willkommen zu Folge 89 in der Coaching-Oase. Wir befinden uns schon in der vierten Folge zu Online-Coaching-Technik-Themen. Und wenn du die Gesamtübersicht nochmal nachschauen möchtest, du findest sie in der Folge 86. Das Thema Online-Coaching-Arbeitsplatz gehört im weitesten Sinne auch zur Technik, wie du heute erfahren wirst. Wir betrachten deinen Online-Coaching-Arbeitsplatz aus zwei Perspektiven. Einmal als Wohlfühlort für dich als EMDR-Online-Coach und als virtueller Coaching-Raum für deine Klienten, von dem deine Klienten hoffentlich genauso sagen wie von deinem echten Coaching-Raum: Ach, so schön. Schon wenn ich den Raum hier betrete, spüre ich, wie der Alltag von mir abfällt. Hier atme ich auf und mir wird sofort leichter ums Herz. Ich lade dich heute ein, darüber nachzudenken, was du tun kannst, um deinen Online-Coaching-Raum genauso angenehm und wohltuend für beide Seiten zu gestalten. Also sprechen wir über den Platz im Raum für dein EMDR-Online-Coaching, Tisch und Stuhl als Wohlfühlbasis für dich sowie über den Hintergrund am Platz für dein Online-Coaching. Fangen wir an damit, welchen Platz und welche Umgebung wählst du am besten für dein EMDR-Online-Coaching? Bislang hast du deine Klienten, Klientinnen vermutlich in deiner Praxis oder in deinem Coaching-Raum zum Coaching empfangen. Wenn du bereits so einen Raum hast, wunderbar! Mit Internetanschluss und Laptop kannst du deine bereits vertraute Umgebung auch für Online-Coaching nutzen. Wenn du noch keinen solchen Praxisraum hast, brauchst du einen geschützten Raum. Sei es im Büro, sei es, wenn du alleine lebst, eine Ecke in deinem Wohnzimmer. Wenn du noch keinen Schreibtisch in deinem Coaching-Raum hattest, dann wird es jetzt Zeit für einen Tisch für das Online-Coaching, sprich also für deinen Laptop und Co. Zum Beispiel einen Schreibtisch, an dem du bequem sitzen kannst. Das ist zumindest so der Klassiker, den wir meistens vor unserem inneren Auge haben, wenn wir an Arbeit am PC denken. Vielleicht bist du jedoch nicht der Typ, der den ganzen Tag am PC sitzen möchte. Vielleicht fühlst du dich lebendiger, wenn du dich mehr bewegen oder auch stehen kannst. Dann könntest du über einen höhenverstellbaren Tisch nachdenken. Ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Den finde ich auch zum Sitzen mit Laptop oder Bildschirm sehr, sehr praktisch, weil ich damit einfach per Knopfdruck schnell ein bisschen nachjustieren kann mit der Höhe des Arbeitsplatzes. Das kannst du auch wunderbar für die Augenhöhe mit der Kamera nutzen. Natürlich ist auch ein Stativ praktisch, wie ich es zum Beispiel in der letzten Folge erwähnt habe, oder zur Not eben auch diese Kiste unter dem Laptop. Wenn du jedoch außerdem noch einen Schreibtisch hast mit Kurbel oder der eben elektrisch den Tisch per Knopfdruck rauf und runter fahren lässt, dann ist das schon noch eine geniale Erweiterung. Und so habe ich in meiner Büropraxis einen Tisch von IKEA, den ich elektrisch rauf und runter fahren kann. Also darüber könntest du nachdenken, wenn du sagst, ich bin so ein Typ, es ist praktisch für mich auch mal zwischendurch zu stehen, während ich arbeite.
Vielleicht weniger für das EMDR-Coaching, aber zum Beispiel auch für Seminare oder Online-Vorträge. Die Seite mit den höhenverstellbaren Tischen verlinke ich dir gerne so als Beispiel in den Shownotes. Das sind jetzt in meinem Fall die von IKEA. Du bekommst natürlich in jedem Bürofachgeschäft alle möglichen Modelle, die du da anschauen und austesten kannst. Also ganz wichtig, glaube ich, auch solche Sachen vorher auszuprobieren, bevor man sie sich bestellt. Noch eine Ergänzung zu deinem Arbeitstisch. Der sollte auf jeden Fall genug Fläche haben, sodass du darauf vor dem Laptop auch noch deine Arbeitsunterlagen bereitlegen kannst. Denn für EMDR Online-Coaching nutzt du in den jeweiligen Phasen auch verschiedene Arbeitsblätter, zum einen als Erinnerungsstütze, aber auch für deine Notizen. Es ist auch relativ einfach, weil du dann genau weißt, wo du welche Informationen wiederfindest in einer der Folgestunden. Ja, und wenn du also Klienten so über mehrere Sessions begleitest, kommt da schnell so einiges zusammen. Und das ist natürlich praktisch, wenn du das dann auch alles schön vorher bereitlegen kannst. Daher wäre ein kleiner PC-Tisch, solche gibt es ja auch, wo eigentlich nur so ein Laptop noch drauf Platz hat. Also das wäre dann nicht ausreichend, sondern schon ein Arbeitstisch mit einer etwas größeren Arbeitsfläche. Ja, das nächste Thema, dein Coaching-Stuhl. Auch das könnte eine Frage der Technik sein. Lass dich überraschen. Denn der Stuhl, auf dem du sitzt, spielt auch eine Rolle. Zum einen ist er ja auch ausschnittweise auf dem Bild bei der Videoübertragung zu sehen und manchmal leider auch mit Geräuschen bei der Audioübertragung zu hören. Wichtig ist natürlich, dass du es bequem hast beim Sitzen, das ist ganz klar. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Es gibt aber auch noch zusätzliche Aspekte, gerade jetzt, wenn du noch mit Video arbeitest. Früher saß ich nur für den administrativen Teil am Schreibtisch. Also so administrative Arbeit für Coaching wird übrigens oft ganz schön unterschätzt, weil meistens musst du ja auch dein Marketing selber machen und eine Menge organisieren und Buchhaltung und so weiter und so fort. Naja, also mit dem Online-Coaching und dem Online-Unterrichten verbringst du natürlich wesentlich mehr Zeit auf dem Bürostuhl als früher. Und deswegen kannst du für das Online-EMDR-Coaching bezüglich des Stuhls über folgende Aspekte nachdenken. Armlehne oder nicht? Mich persönlich stören Armlehnen, weil ich gerne zwischendurch so im halben Schneidersitz sitze und mich auch recht viel auf dem Stuhl hin und her bewege. Für EMDR-Coaching könnten Armlehnen vielleicht von Vorteil sein, wenn du den Arm ein bisschen abstützen möchtest beim Winken. Da kann ich allerdings nicht mitreden, weil ich habe mich eben für einen Stuhl ohne Armlehne entschieden. Und ich hole auch ziemlich aus beim Winken. Das heißt, ich weiß also nicht, ob die Armlehne vom Bürostuhl da tatsächlich ausreichend wäre, denn sie soll ja am unteren Ende der Tischkante enden. Ergonomisch betrachtet. Genau, also auch hier gilt, am besten im Fachgeschäft ausprobieren. Dann das Thema Rückenlehne mit oder auch ohne Kopfstütze. Ja, und da geht's dann natürlich schon los. Da gibt es zum Beispiel diese dicken schwarzen Leder-Chefsessel mit Kopfstütze und hoher Rückenlehne. Ich finde, in so einem riesengroßen Stuhl sieht mancher Coach da wirklich ein bisschen verloren aus. Abgesehen davon, dass für mich persönlich so eine dunkle Lehne hinterm Kopf, vor allen Dingen, wenn die noch sehr dominant ist und hinter den Schultern ein bisschen erdrückend rüberkommt. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Am schönsten finde ich es, wenn die Klientin vom Stuhl, von der Stuhllehne gar nicht so viel sieht. Also zumindest nichts, was dann irgendwie noch so eine dunkle Schwere ausstrahlt. Ich gebe zu, das ist Geschmackssache. Also wähl natürlich einfach das, was für dich und deine Zielgruppe stimmig ist. Und wenn es dann eben der große dunkle Lederbürostuhl ist, warum nicht, wenn es halt passt. Genau. Es ist aber doch so, dass du vermutlich wach und präsent bei Klient oder Klientin bist während des Coachings. Und deshalb musst du bei der Wahl eines solchen Stuhls oder Bürostuhls oder Bürosessels
dann darauf achten, dass der nicht darauf ausgerichtet ist, dass du dich bequem zurücklehnst und so ganz darin einsinkst beim Coaching, sondern du wirst wahrscheinlich eh mehr nach vorne gerichtet sein, zum Bildschirm, zur Kamera, so wie du es ja in der Praxis auch tun würdest, vermutlich auch leicht nach vorne geneigt und auch mehr auf diesem vorderen Teil des Bürostuhls. Also du lehnst dich wahrscheinlich gar nicht so massiv an. Spätestens, wenn du beim EMDR-Coaching auch noch mit deiner Hand die Augenbewegungen von deinem Klienten, deiner Klientin begleitest, dann sitzt du auch eher aktiv auf dem vorderen Teil des Bürostuhls, also so vom Gewicht her. Ja, und damit kommen wir dann schon zum Thema ergonomischer Bürostuhl. Vor über 30 Jahren bekam ich bezüglich meines Rückens, weil ich da einfach Probleme hatte, von einer befreundeten Physiotherapeutin ganz viele tolle Anregungen und Tipps, wie ich meinen Rücken schone. Und dazu gehörte natürlich auch, wie ich am besten für meinen Rücken sitze. Und die Anregungen nutzen mir heute noch. Also ich habe mir das so hinter die Löffel geschrieben. Und ja, rückenfreundliches Sitzen wäre schon fast ein eigenes Thema, denn wenn du mehr Online-Coaching machst, dann sitzt du wahrscheinlich auch mehr und bewegst dich halt auch weniger im Raum hin und her während des Coachings. Und deswegen solltest du dich unbedingt mit diesem Thema Sitztechnik, und deswegen gehört es für mich irgendwie auch mit zu dem technischen Bereich, ergonomisches Sitzen befassen. Denn ich bin mir ganz sicher, du kannst dir deine Online-Coaching-Praxis sehr erleichtern, wenn du deinen Online-Arbeitsplatz ergonomisch einrichtest. Und sobald für dich klar ist, dass du mehr Klienten online unterstützen willst und wirst, dann würde ich auch nicht mehr lange warten, sondern da auch ein bisschen investieren. Denn diese Investition ist aus meiner Sicht genauso wichtig wie die in eine Kamera oder Headset. Deine wache Präsenz und Aufmerksamkeit hängt auch von deinem körperlichen Wohlgefühl ab. Es macht einen Unterschied, ob du mit verkrampfter Muskulatur begleitest, weil halt der Stuhl nicht so richtig passend ist oder zu wenig flexibel ist, oder ob du körperlich entspannt und flexibel bleiben kannst. Ich glaube, so manche sogenannte Zoom-Müdigkeit oder Online-Coaching-Müdigkeit hat auch damit was zu tun, wie du deinen Arbeitsplatz dir gestaltet hast. Ich bin bekennender Fan der ergonomischen Stühle dieser norwegischen Firma Haag. Die bewegen sich sehr flexibel mit. Und was für mich ganz wichtig ist, ich kann mit diesen kleinen, feinen Bewegungen, die der Stuhl einfach so mitmacht, wenn ich ein bisschen mein Gleichgewicht verlagere, beweglich bleiben, und das ist natürlich auch für die Wirbelsäule ganz gut, für die Muskulatur wunderbar. Also ich spüre, wie wohltuend das ist. Im Bürofachgeschäft findest du natürlich noch eine große Auswahl anderer guter Firmenmodelle und so weiter und so fort. Ich kann dir einfach empfehlen, mal zu testen, was für dich passt, denn du wirst auf jeden Fall davon profitieren, wenn du wacher bist und dich wohler fühlst, wenn du vor dem Computer sitzt mit deinen Klienten. Übrigens, auch wenn Bewegung eine gute Sache ist, wäre so ein Hüpfstuhl wiederum nicht angesagt. Also die gibt es ja auch, ne, die so sehr, sehr wippen. Das würde dann vielleicht beim Online-Coaching doch ein bisschen stören und ist dann eher was für zwischendurch oder auch für die reine Büroarbeit. Aber gut, wem sage ich das? Ich denke mal, da bist du schon von alleine drauf gekommen. Ach ja, und dann natürlich die Frage, Rollen oder nicht? Also ich finde Rollen am Stuhl sehr, sehr praktisch, vor allen Dingen beim EMDR-Online-Coaching, weil du damit bequem mal so ein bisschen noch nach links und rechts rollen kannst, um die passende Position zu finden, zum Beispiel für die Begleitung der Augenbewegungen von Klient oder Klientin, so dass du am Rand des Bildes dann eben bist und sich die Klientin besser auf die Hände konzentrieren kann, auf die Bewegungen. Ja, also mein Tipp für den Start
Wenn du mit Online-EMDR-Coaching startest, dann klar nimmst du am Anfang erstmal, was du hast. Aber wenn du dann für dich rausfindest, du wirst mehr online machen und du machst dann auch schon mehr, dann investiere in einen ergonomischen Arbeitsplatz, wo du wirklich die Dinge ausprobierst, dass sie für dich genau passen, weil du machst dir die Begleitung von Klienten so viel angenehmer, wenn du muskulär und einfach körperlich eine entspannte, lockere Basis hast. Da kannst du dich einfach viel besser auf dein Gegenüber konzentrieren und du bleibst wacher und fitter dabei. Ich verlinke dir in den Shownotes noch eine hilfreiche Seite mit 8 Tipps zum ergonomischen Sitzen. Da kannst du dich noch ein bisschen genauer in das Thema einarbeiten und auch worauf du am besten achtest, damit du wirklich ergonomisch richtig sitzt. Und denk dran, das bzw. der oder die Wichtigste auf dem Stuhl bist immer noch du. Ja, dann als Letztes für heute noch das Thema Hintergrund für EMDR Online Coaching. Wenn du in deinem Coachingraum bist, dann kannst du natürlich die Position des Tisches mit dem Laptop nochmal neu überdenken, denn für Online-Coaching ist es durchaus passend, im Hintergrund ein Stück deines Coachingraums zu sehen. Sei es wie bei mir jetzt zum Beispiel die Coaching-Ecke mit den Sesseln, dem Tischchen und dem Flipchart. Oder aber auch, du platzierst deinen Tisch mit genügend Abstand vor einer Wand deines Raumes, vielleicht an eine Stelle, wo so ein kleines Regalchen steht oder Tischchen mit dezenter Deko, sei es ein Blümchen oder irgendeine kleine Skulptur, die für dich und dein Coaching auch noch bedeutungsvoll ist. Ein ansprechendes Bild im Hintergrund. Also für EMDR-Coaching ist es für die Begleitung der Augenbewegungen von Klienten hilfreich, wenn der Hintergrund eher ruhig ist. Also eine einfarbige Wand, wo durchaus auf der einen Seite halt so eine kleine Deko sein kann, wie eben genannt, aber eben auch freie Fläche. Ein volles Bücherregal im Hintergrund ist für so einen Beratungskontext vielleicht geeignet. Beim EMDR-Coaching lenkt aber so ein unruhig wirkender Hintergrund oft ab oder erschwert es auch, den Fingern zu folgen bei den Augenbewegungen. Im Zweifelsfall kannst du natürlich deinen Laptop bzw. die Kamera einfach ein bisschen im Raum drehen, sodass ihr austesten könnt, welcher Hintergrund am besten passt oder welcher Hintergrund die Augen am wenigsten irritiert und sich angenehm anfühlt. Deswegen stell dich darauf ein, dass du nicht nur in einer Ecke das ganz ordentlich hast, sondern dass es eben auch möglich ist, dass ihr da vielleicht mit der Kamera noch ein bisschen schwenkt, weil ihr einen anderen Hintergrund braucht. So habe ich auch schon zum Beispiel ein Flipchart einfach mit einem leeren Blatt oder auch mit einer farbigen Decke darüber in den Hintergrund geschoben, weil das am besten passte. Also auch das müsst ihr dann einfach ausprobieren. Ja, und vermutlich ist dir das ohnehin schon klar, aber ich erwähne es einfach der Vollständigkeit halber. Falls du es nicht vermeiden kannst, dass eine Tür im Hintergrund zu sehen ist, dann achte darauf, dass sie geschlossen ist und auch geschlossen bleibt. Und wenn es eine Glastür ist, auch wenn sie aus Milchglas ist, dann ist es wichtig, dass da nicht im Hintergrund die Lichter an- und ausgehen oder jemand vorbeihuscht. Das wäre schon ein bisschen störend, denn du möchtest ja einen geschützten Raum bieten. Ja, also das ist einfach nochmal so ein kleiner Aspekt. Und das nächste Thema, virtueller Hintergrund. Du kannst ja bei Zoom und ich glaube auch bei anderen Anbietern einen virtuellen Hintergrund wählen für so ein Meeting. Da gibt es manche, die empfehlen, ein Foto zum Beispiel vom Praxisraum zu machen oder von einem anderen schicken Raum und das als virtuellen Hintergrund dann einzustellen. Das kann ich dir aus 2 Gründen nicht empfehlen. Erstens, du wünschst dir ja Rapport, also dieses gegenseitige Vertrauen zwischen dir und deinem Klienten oder deiner Klientin.
Und dazu gehört aus meiner Sicht auch, dass du dich in deinem Raum zeigst, wo du bist. Ja, dass man sogar ein bisschen mehr von dir und von dem Hintergrund sieht, um auch mehr diese Vorstellung zu haben, mit dir in einem Raum zu sein. Das fördert einfach Kontakt und Nähe. Und zweitens, beim EMDR Online Coaching kommt einfach noch hinzu, dass du zur bilateralen Stimulation in verschiedenen Coaching-Phasen ja mit einer Hand die Augenbewegungen von Klienten begleiten wirst und dazu bewegst du einen Arm regelmäßig vor der Kamera hin und her, auch manchmal durchaus etwas schneller. Und das erfordert sehr viel Rechenleistung für dieses Programm, um den virtuellen Hintergrund aufrechtzuerhalten. Das Bild ruckelt dann, verzerrt, es guckt manchmal sogar dann der echte Hintergrund stellenweise hindurch. Also das sieht wirklich nicht schön oder vertrauenserweckend aus. Deshalb richte lieber stattdessen den Plan für dein virtuelles Coaching so einladend, ansprechend und achtsam ein, wie du es mit deinem Coaching-Raum sonst eben auch tust. Und was noch wichtig ist, wenn jetzt wiederum Klient oder Klientin einen virtuellen Hintergrund nutzt, ist das natürlich in Ordnung, sofern du ihn oder sie dann klar und deutlich auch sehen und erkennen kannst. Denn je nachdem ist dein Klient für das Online-Coaching ja eventuell zu Hause in einem privaten Raum, wo er sich gerade ungestört aufhalten kann. Und ja, das ist einfach auch privat und sieht vielleicht auch nicht so aus, wie Klientin sich jetzt gerade präsentieren wollen würde. Und deswegen ist das voll in Ordnung, dass du nicht mit deinem Klienten sozusagen in seinem oder ihrem privaten Wohnzimmer oder Schlafzimmer bist, sondern dass ihr sozusagen bei dir in der virtuellen Praxis seid. Und wenn Klient, Klientin einen virtuellen Hintergrund dafür wählt, dann ist das durchaus in Ordnung. Habe ich aber selten erlebt, denn meistens finden sie dann doch irgendwie einen Platz vor einer neutralen Wand oder so. Ja, das war's schon zum Online-Coaching-Arbeitsplatz. Ich verlinke dir übrigens auch noch die Seite im Blog oder den Podcast, wo ich auch schon mal über den Coaching-Raum gesprochen habe unter Feng Shui-Aspekten, das Interview mit der Katrin Linsbach. Das ist auch noch eine schöne Ergänzung dazu. Und wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest zu Online-EMDR-Coaching und auch den aktuellen Terminen, dann lade ich dich herzlich ein, dich einzutragen auf hartify.live/newsletter. Und im nächsten Beitrag geht's dann nun wirklich weiter auch mit dem Thema EMDR Online Coaching und Beleuchtung und Co. Mach es dir leichter, anderen zu helfen, auch online. Deine Katrin. Ciao! Mehr Infos findest du auf der Seite hartify.live. Die Shownotes auch zu dieser Folge findest du in der Rubrik Blog. Zu meinen Gratis-Webinaren, Kursen und Ausbildungen kommst du über die Seite hartify.live/Kurse. Schnupper doch einfach mal rein, ob etwas davon für dich passt. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, tschüss!